das sind wirklich, wirklich viele, weil heutzutage und gerade in einer Denkfabrik, in einem Think Tank, steht man ja auf den Schultern von so vielen Giganten. Und da möchte man sich ja auch ein bisschen breit aufstellen, damit man stabil steht, oder? Und das heißt, es gibt Leute, die vielleicht besonders in einem Fachbereich faszinierend waren, den ich zum Beispiel von seiner Kommunikation und seiner Begeisterungsfähigkeit für Fakten super spannend finde und immer gerne gesehen habe, war Hans Rosling, der leider vor kurzem verstorben ist, der mit Factfulness eine wirklich positive und optimistische Geschichte der Welt gezeichnet hat und die auch irrsinnig begeisterungsfähig rüberbringen kann.